Grüezi miteinander, schön, dass Sie wieder eingeschaltet, wenn es heisst Nauer Irion. Wenn wir schon diskutieren, den Norman und ich, dann können wir es auch vor der Kamera diskutieren, wenn wir nicht hinter der Kamera diskutieren. Und wir haben nämlich über den Fischer Veto ein bisschen geredet und über Werbung allgemein und AdWords und so weiter und ausprobieren, gell? Werbung ausprobieren, das ist das Beste. Nicht unbedingt. Wir haben schon alles probiert und es hat alles nichts genützt. Da kann man noch weiter probieren und es nützt noch weniger. Und ja, der Lukas hat da spezielle Meinung zum Probieren und Werbung. Und er will das erklären aufgrund vom Waldaller bekanntesten Fischer Federer Bettwaren Fernsehwerbespot. Lukas, erzähl mal. Genau, ja. Eigentlich hast du schon alles gesagt, Norman. Nein, ich habe schon alles gesagt, sorry. Ja, eben. Werbung ausprobieren. Ja, dann probieren wir aus und vielleicht probieren wir gerade die falschen Sachen aus und dann findet man heraus. Man kann vielleicht nicht immer Glück haben und von Anfang an alles richtig machen. Und dann muss man sich halt vielleicht mit dieser Werbeform auseinandersetzen und herausfinden, wie kann man es noch besser machen. Das hat er nicht gemacht, oder? Nein. Er hat es näher gemacht. Erzähl, weißt du, die Leute wissen es vielleicht gar nicht. Wir kennen die Geschichte, aber vielleicht erzählst du mal, wie das dann gelaufen ist. Also, wie du es gehört hast. Wie ich es gehört habe. Ja, also ich gehört dann 2002 angefangen hat, Fernsehwerbung machen bei Tele Zürich. Und seit 2012 läuft die Fernsehwerbung auch im Schweizer Fernsehen. Und wie ich gehört habe, ja, ist er da ein bisschen in Not gewesen und hat nicht gewusst, wie er seine Firma wieder zum Laufen bringt. Irgendwie ist es nicht so recht gelaufen. Und das war so sein letzter Ankerpunkt gewesen. Sein letztes Geld hat er eben in den Fernsehsport investiert. Und vermutlich auch, weil er halt nicht so viel Geld hatte, ist es eine sehr rudimentäre Werbung geworden. Grüezi, mein Name ist Fischer von der Fischer Bettwarenfabrik Au Wedischwil am Zürichsee. Wir fabrizieren. Der Fischer ist einfach, weil er kein Geld hatte, hat er kein Geld gehabt. Für Schauspieler, für ein professionelles Fernsehteam und ist dann halt einfach selber vor der Kamera gestanden und durch das ist der Werbespot extrem authentisch und er steht mit seinem Gesicht, mit seinem Namen an und das kommt scheinbar extrem gut an bei den Leuten. Ja, sagen wir es mal so. Am Anfang haben sie schon auch ausgelacht. Fabriziere ich nordische Düwe und Küsse in Top-Qualitäten, in jeder Größe und verkaufe ich direkt an die Fabrik. Hier werden die Daunen und Federn von toten Tieren gewaschen, getrocknet, entstaubt und... Federn von toten Tieren finde ich den geilsten. Ja, aber das ist auch... Das ist ja so. Du sagst es. Es ist halt so. Es ist halt einfach ehrlich. Es ist nicht vegan, nein. Ja, und ich mag mich erinnern, dass wir zu Las Vegas miteinander und welche Werbung hast du am coolsten gefunden? Wo zu Las Vegas? Ja, das mit dem Arsch. Mit dem Hasch? Ja, gib mir Stutz, dass ich mir einen Hasch kann kaufen. Irgendwo, ah ja, genau. Obdachlose, give me money for Hash. Habe ich gerade müssen etwas spenden, habe ich cool gefunden. Ist mal ein anderer Claim als Money for Food oder so. Genau, wir könnten das Foto sicher auch noch einblenden. Mal schauen, wie man das findet, ja. Ja, aber es ist halt einfach ehrlich und Ehrlichkeit wert halt. Auch am längsten, man sieht, der Fischer, beim Fischer ist es auch so. Wir haben das Jahr 2016, bald 2017. Seit 14, 15 Jahren macht er die Fernsehwerbung. Und er macht sie konsequent. Und ich nehme nicht an, dass er irgendetwas anderes macht. Ja, ich habe jetzt auch nichts anderes gehört bis jetzt. Und ich habe auch schon mal probiert, mit jemandem, der mit Fischer nichts zu tun hat, irgendwie wegen AdWords zu reden. Und so hat man gesagt, da muss man mit Herrn Fischer gar nicht reden wegen anderen Sachen. Aber es ist auch nur Hörensagen. Aber schlussendlich haben wir eigentlich auf das rausgekommen, dass wenn du Werbung machst, oder? Wenn du etwas machst, dann mach es einfach richtig oder dann lass es bleiben. Das ist so ein bisschen wie vom 10-Meter-Gumpen. Du kannst nicht ein bisschen abgumpen oder ein bisschen einen Backflip probieren. Du machst entweder einen Backflip und der klappt, dann ist es gut, oder er klappt nicht, dann fetzt es sehr fest. Aber du bist einen Weg mal gesprungen. Wenn du Erfolg haben mit dem 10-Meter-Springen und das erste Mal hat es halt nicht geklappt, dann musst du machen. Dann, also was ich gemacht habe, ist, ich bin einfach nur mal raufgeklettert und bis zum zweiten Mal gekommen. Und das zweite Mal bin ich nicht mehr auf den Arsch gegangen, das zweite Mal hat es mir direkt auf den Rücken gebracht. Und beim dritten Mal hat es aber dann geklappt. Ja. Dann habe ich aber aufgehört. Also
das ist auch wieder nicht so die beste Analogie. Ja, aber das Ziel hast du erreicht und du könntest es. Ich würde wieder, wenn mich jemand mit ordentlicher Motivation dazu herausfordert, wäre ich wieder bereit, einen Backflip vom Zahn zu machen. So ist es ja. Und eben, was ich halt wichtig finde, auch wenn es vielleicht das erste Mal nicht klappt, daran glauben, dass halt die Werbeform, die man wählt, es muss ja nicht unbedingt Fernsehwerbung sein. Ich finde das heutzutage auch nicht mehr die effizienteste Werbeform. Mittlerweile haben wir halt online, 2002 ist das noch nicht so. AdWords hat es gerade mal 2 Jahre gegeben, haben wir das halt noch nicht so gekannt. Heute online, es ist halt günstiger, es ist effizienter, es ist besser messbar und darum drängt sich die Werbeform auf und darum sind wir vermutlich in dem Business, wo wir drin sind, weil wir halt wissen, dass das eine der effizientesten Werbeformen ist. Genau, nichts mit Multichannel, Customer Journey, Online Marketing, Attribution, Modeling, tralala. Und da lieber fokussiert auf wenige Werbeformen setzen, als zu fest diversifizieren. Bin ich eh nicht der Fan von diversifizieren und auch eben in der Werbung erst recht nicht, sondern auf 1, 2, 3 Kanäle setzen und das dafür konsequent machen. Was wir erzählen übrigens, das gilt fürs KMU, all die Corporate Middle Marketing Managers sind oder so, machen weiterhin Scrum-Analyse, SWOT und Multi-Channel Customer und Attribution und so. Ihr habt eh 50% Steuerverlust, von ihr verblasen könnt und darum spielt das gar keine Rolle. Aber fürs KMU ist es einfach wichtig, dass wenn man schon Werbung macht, dass man irgendwie effizient Werbung macht, dass etwas rausschaut. Genau. Ja, wir danken dann noch auch der Spezialfilm uns zugeschaut haben und auf ein anderes Mal. Ja, danke vielmals, wenn es wieder heisst Philosophie mit Lukas und Norman, Nauro und Irio. Danke vielmals.